Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Ja, heute geht es mal wieder um Forestry und zwar die Bienenkultur. Das wurde ja schon hin und wieder mal vorgeschlagen und deswegen mache ich das jetzt. Wenn ihr selber Mod-Vorschläge habt, wie gesagt, immer in die Kommentare. Ich versuche mich danach zu richten. So, ich hatte zwar schon Bienen-Tutorials gemacht, aber ich weiß nicht, ob die immer noch aktuell sind, deswegen einfach mal was aktuell ist zu 1.7.10. Ja, wie fangen wir am besten damit an? Ich würde sagen, ihr erstellt eine Welt und geht einfach durch die Welt durch und oh, findet solch ein Ding hier. Das ist eine Hive. Davon gibt es verschiedene Sorten. Hier sind sie einmal ganz kurz aufgebaut. Wir haben hier verschiedene Typen. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen Platz machen sollen, aber das ist auch scheißegal. Hauptsache ihr seht alles. Das ist das Wichtigste. Nämlich gibt es diese verschiedenen Typen. Wichtig ist ganz kurz anzumerken, dass wir auch noch Extra Bees, beziehungsweise jetzt heißt das ja Binnies Mods oder Binnies Core oder sowas. Also Extra Bees ist ja da drin sozusagen involviert. Das ist auch noch mit dabei, deswegen nicht wundern. Ich würde auch jedem empfehlen, der Spaß an Bienenkultur hat, Extra Bees, beziehungsweise Binnies Core, Binnies Mods noch mit einzufügen, weil diese Erweiterung ist fast schon ein Muss, finde ich. Weil, das werdet ihr noch sehen. So, es gibt diese verschiedenen Typen, wenn ihr auch Binnies Mods drin habt. Wir haben hier die Marble Hive, wir haben die Forest Hive, wir haben die Meadows Hive, die Modest Hive, die Tropical Hive, die Wintry Hive, die Marshy Hive, die Nether Hive, die Rock Hive und die Water Hive. Und ja, die sind halt daran zu unterscheiden, dass sie auch in verschiedenen Orten zu finden sind. Denn Bienen, das werden wir dann später noch haben, sind abhängig von nicht direkt den Biomen, sondern zwei wichtigen Merkmalen, nämlich der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Jedes Biom hat verschiedene Temperaturen und verschiedene jedes Biom hat so seine Temperatur und seine Luftfeuchtigkeit, sagen wir es mal so. Zum Beispiel eine Wüste hat eine sehr, sehr, sehr geringe Luftfeuchtigkeit, aber eine sehr, sehr, sehr hohe Temperatur. Und ein Dschungel zum Beispiel, der hat eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Kann man ja eigentlich schon denken, ne? Zum Beispiel überlegen wir mal ganz kurz die Water Hive. Das ist so wieder was Besonderes für sich. Die finden wir nur im Wasser. Bedeutet, ja, müsste dann hin und wieder mal einen Tauchgang machen. Manchmal findet man die in Flüssen. In einem Meer habe ich die bisher sehr selten gesehen. Deswegen würde ich wirklich nach Flüssen und nach Seen Ausschau halten. So, dann haben wir hier noch die Rock Hive. Die finden wir in Untertage, also wirklich im Stein drin. Das kann überall sein. Man mietet sich da lang, auf einmal ist da eine Rock Hive. Die Nether Hive, ja, im Nether. Nether ist auch wieder so ein Sondergebiet. Das hat sehr, sehr hohe Temperatur. Luftfeuchtigkeit weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich eine sehr, sehr geringe oder fast gar nichts. Da haben wir die Marshy Hive, das ist Sumpf, also ja, Sumpfbiom. Wir haben die Wintry Hive, finden wir zum Beispiel in der Taiga oder in der Tundra. Wir haben Tropical Hive aus dem, aus den Tropenbiomen, also Dschungelbiomen. Wir haben die Modest Hive, das ist Wüste. Wir haben Meadows. Meadows, jetzt muss man mal aufpassen hier. Meadows ist, glaube ich, weiß ich gar nicht. Also Forest ist auf jeden Fall Waldbiom, wie das, was hier gerade irgendwo noch hing, was ich abgebaut habe, weil ich doof bin. Und Marble Hive finden wir so, naja, Marble Hive ist auch noch ein bisschen seltsam. Es hat jetzt nicht direkt was mit Marble zu tun, sondern die finden wir einfach in flachen Landschaften wie hier. Ich komme nicht drauf, diese Wiesenbiome. Ja, und die Meadows Hive komme ich gerade nicht drauf, ehrlich gesagt. Schön vorbereitet für ein Tutorial. War Meadows Hive? Müsst ihr euch mal umschauen. Auch die findet man in einem speziellen Biom. Hier ist leider nur Wald gerade. Sonst hätte ich das natürlich gerne mal gezeigt. Da hinten sehen wir auch eine Hive, aber das ist von einem anderen Mod. Die könnt ihr ignorieren, solange ihr nicht mit Pam's Harvestcraft arbeitet. Ja, gut. Das ist aber jetzt erstmal relativ wurscht, denn heute zeige ich euch erstmal die Grundlagen. Ne? Erstmal nur die Grundlagen, in den nächsten Folgen kommen dann die ganzen Vertiefungen in die Mods. Das erste, was ihr euch craften solltet, was man immer dabei haben sollte auf Reisen, ist eine sogenannte Coop. Eine Sheldon Coop. So, und, ah ne, keine Coop, eine Scoop. GG, BP, get wrecked. Wie gesagt, gut vorbereitet für Tutorials. Eine Scoop, Entschuldigung. Also zu Deutsch, Kescher. Wie komme ich denn auf Coop?
Der Mini Cooper. So, dazu gehen wir natürlich mal ganz kurz in Survival. So, den habt ihr dann immer dabei, der ist ganz leicht gecraftet, also auch unterwegs kann man sich den notfalls nochmal craften, wenn man Schaf und ein bisschen Holz hat, dann hat sich das auch schon erledigt. So, und dann bauen wir die damit einfach ab. Und wie ihr seht, bekommen wir gar nichts. Warum hat die denn jetzt gerade nichts gedroppt? Das war wohl einfach nur Pech. Welche waren das gerade? Die Marble, ne? Wo wir nichts rausgekriegt haben. Huch. Nicht, dass sie hier verbuggt ist. Das wäre natürlich blöd. Ich bin jetzt nämlich nicht gerade in MBC Python. So, wir haben hier die Meadows Hive. Wir haben die Dings Hive. Jetzt gucken wir uns die erstmal ganz kurz an. Da kommen nämlich immer nur ein paar Bienen raus und eine Wabe. Die Waben tun wir erstmal beiseite. Die bringen euch sowieso nicht viel, weil ihr kriegt da wenig von und wie ihr die später bekommt, das kommt dann alles noch. So, wir haben hier Forest Princess bekommen zum Beispiel. Mal eben gucken. Und das war's auch schon. Mehr haben wir von Forest gar nicht gekriegt. Das ist natürlich blöd. Wir haben hier Meadows Drone und eine Meadows Princess. Das ist natürlich schon mal gut. Da haben wir beides. Modest haben wir eine Princess und eine Drone. Also sprich, wir kriegen Prinzessinnen und Drohnen. Bei einer Prinzessin ist natürlich wichtig, dass wir auch immer eine Drohne dabei haben. Wenn wir eine Königin schon anfangs anhaben, manchmal findet man die auch so, selten, dann ist eine Drohne unwichtig, aber normalerweise braucht man mindestens immer auch eine Drohne. Bedeutet, wenn man keine Drohne rauskommt, sondern nur eine Prinzessin oder nur eine Drohne, dann sollte man noch weitersuchen, weil eins allein bringt einem nicht viel. So, wir haben Tropical hier, da kam auch beides raus. Wir haben Wintry, wir haben Marshy, wir haben Nether, wir haben Rocky und wir haben Water. Und da ist auch schon die Scoop kaputt gegangen. Und wir sehen, wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Sorten an Bienen. Und auch ein, zwei Koms, also Waben. So, ihr seht, das Inventar ist schnell vollgeschissen, weil Prinzessinnen können wir zum Beispiel nicht stacken. Drohnen kann man stacken, bis zu 64. Problematisch wird es später, wenn wir genetisch verändern, weil dann kann man sie auch wieder nicht stacken. Dann haben sie auch wieder eine spezielle Fähigkeit. Das ist dann alles ein bisschen seltsam, aber dazu kommen wir dann später. So. Dazu empfehle ich euch, wenn ihr dann wirklich mal auf eine Weltreise geht, wo ihr viele Bienen mitnehmen wollt, euch gleich von Anfang an einen sogenannten... Nein, natürlich nicht, sondern einen Backpack. Gucken wir mal, wo wir den hier gerade hin. Ein Apiarist, genau hier, das hier. Das müsste man sich einfach mal craften. Da haben wir 125 Slots und die ganzen Bienen, die wir einsammeln, werden automatisch in den Rucksack gepackt. Und ja, man kann sich da auch noch mehrere von craften. Und ja, das erspart sehr viel Platz. Also es ist sehr wichtig. So, was ihr als nächstes noch machen könnt, ist Ausschau nach einem NPC-Dorf zu halten. Das werde ich jetzt mal ganz kurz machen. So, es hat eine Weile... Was machst du denn da? Es hat eine Weile gedauert, mein NPC-Dorf zu finden, aber ich habe eins gefunden hier in der Wüste gerade. Und ihr haltet Ausschau nach diesen Häusern. Erkennt mal schon daran, dass sie verschieden, so ein ganz seltsames Holz haben als Seitenwände, sage ich mal, oder als Dachwand. Keine Ahnung, wie sich das genau nennt hier. Und allgemein noch diese Wände ganz komisch aus verschiedenem Holz sind. Das kann jedes Holz sein. Also wirklich jedes Holz von Forestry. In dem Fall ist es Sequoia, also diese Riesenbäume. Und in dem Fall ist es sogar Fireproof. Ist ja interessant. So, und hier finden wir mehrere Sachen, die am Anfang ganz gut sind. Es ist nicht zwingend, ja, so ein NPC-Dorf zu finden mit diesem Haus. Es ist nicht zwingend, aber ich empfehle es halt immer, weil man hier leichter an Anfangsstuff kommt. Allgemein sind NPC-Dörfer gerade in Modpacks ja immer ganz nützlich, wenn man beim Schmied ein paar Sachen findet und so weiter und so fort. Da ist sogar ein Villager-Golem gespawnt, sehe ich gerade. So, und hier finden wir mehrere Sachen, wie zum Beispiel diese Truhe hier. Diese Truhe, da sind zum Beispiel einfach mal so Scoops drin. Wir haben hier Saplings. Die sehen auf den ersten Blick normal aus. Manchmal sind das sogar andere, aber auch wenn sie normal aussehen, sind sie nicht immer normal. Hier sehen wir nämlich Apple Oak. Das ist nämlich schon mal ein bisschen Forestry-Gedöns. Wieso? Das sehen wir dann später. Auch dazu kommen wir dann noch. Das ist zwar dann schon Tree Breeding, das geht schon so ein bisschen von den Bienen ab, aber da das mit den Bienen verkoppelt ist, also man gar nicht drum herum kommt, wenn man diese verschiedenen Bäume haben will, Bienen zu züchten, werden wir das so oder so noch anstechen. Haha, stechen. So, hier haben wir Silver Birch.
Und hier haben wir auch nochmal Silver Birch. Der Unterschied ist einfach, dass diese Bäume schon so ein bisschen, naja, wie sagt man, ein bisschen anders sind. Ein bisschen. Wir haben hier noch ein paar Kerzenstumpen. Und Red Spruce Pollen haben wir hier auch nochmal. Pollen, dazu kommen wir dann auch nochmal. Das ist auch nochmal etwas speziell. So. Und meistens sehen wir dann, oder was heißt meistens, und immer wenn wir so ein Forestry House haben, haben wir auch diese zwei Dinger hier. Nämlich sind das Apiaries. Wenn wir da rangehen, sehen wir, wir haben hier ein Interface. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Ich werde das gleich mal einzeln erklären. Und das Schöne ist, dass man hier hin und wieder auch mal seltene Prinzessinnen, Königinnen, Drohnen, was auch immer finden kann. Manchmal sind hier auch schon Frames drin. Auch die Frames erkläre ich gleich. Wir nehmen mal beides mit. Hier die Modest Queen, die Untreated Frame, also ein unbehandeltes Rähmchen. Und hier haben wir noch ein Untreated und noch ein Untreated. So viel Pech. Und noch eine Modest. Aha. So Modest, nur kurz zur Erklärung, wie gesagt, sind halt die Wüstenbienen. Also die waren hier schon mal ganz gut platziert. So, ob ihr das Holz mitnehmt oder nicht, das ist dann letztendlich eure Entscheidung. Ich nehme es immer gerne mit, weil ich liebe diese Forestry-Hölzer. Allgemein mag ich Holz als Baustoff. So, jetzt ist das Problem... Ach, guck mal, da ist er doch. Was sind die alle ausgerechnet? Die sind in diesem Haus hier gelandet. Ist ja interessant. Wenn ihr so ein Haus habt, dann habt ihr... Oh. Dann habt ihr meistens auch so einen Villager hier. Ach, das ist doch... Das, was ist denn hier los? Gangbang oder was? So. Nach langer Zeit... habe ich es endlich geschafft, den irgendwie so herzukriegen. Manchmal kann man die auch so spawnen. Ich habe die mal so oft gespawnt, bis nur einer rauskam. Jetzt haben wir endlich einen Villager. Da steht Lumberjack. Es gibt auch noch Bienentypi. Der Lumberjack hat ja den Vorteil, wir können hier die Hölzer gleich kaufen. Und wie es aussieht, habe ich tatsächlich den falschen, ey. Ich glaube das nicht, ey. Ich wollte einen Bienentypen. Jetzt habe ich so einen Kacktypen hier. Ja, ja gut, ich erkläre es mal ganz kurz, wenn ihr einen Villager habt, einen Bienen-Villager, dann könnt ihr bei dem Rähmchen abkaufen, auch die besten Rähmchen, die man allgemein am Anfang kriegen kann und später auch Bienen und so weiter und so fort, das ist echt schön und ja, das wollte ich mal ganz kurz gesagt haben, diese Villager sind manchmal echt nützlich, gerade wenn man viel mit Rähmchen arbeiten will. So. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, oder ja, zu dem letzten Schritt jetzt hier in dieser Folge, nämlich wie wir die Bienen selbst jetzt benutzen, wie wir uns die zu eigen machen. Dieser Apiary hier, den habe ich jetzt ja aus dem Dorf einmal mitgebracht. Ich zeige einmal ganz kurz das Rezept, nämlich bauen wir den aus Holz, ganz normalen Slabs. Jedes Holz geht, sagen wir es mal so. Und ein imprägniertes Casing, das wird dann wieder ein bisschen schwierig, weil ihr dafür einen Carpenter braucht, das sind wieder Maschinen, dazu kommen wir auch noch, keine Sorge. Deswegen, wenn ihr ganz, ganz leicht anfangen wollt, das hier gibt's nicht in der 1.4.7, sondern das kommen erst später, das kam erst später dazu, nämlich ein sogenanntes, gucken, ob wir das gerade mal kriegen, hier ein Beehouse. Ein Beehouse ist sozusagen, wenn man so will, die Vorstufe, ja? Die Vorstufe vom Apiary, das Beehouse ist ganz simpel. Wir können hier keine Rähmchen reintun. Hier können wir nur die Bienen reintun und haben hier unser Output-Slot. Wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Und die Apiary, die ist dann schon ein bisschen besser. Da können nämlich Rähmchen rein. Ich glaube, die Geschwindigkeit davon ist auch etwas schneller. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit, da Rähmchen reinzutun. Deswegen mag ich die Apiaries. So, falls ihr natürlich mit dem Beehouse anfangen wollt, macht ihr es damit. Egal, ob ihr das Beehouse nehmt oder nicht, funktionieren tut's gleich. Also ich meine jetzt von den Einstellungen hier und den ganzen Slots. Abgesehen von dieser Leiste. Aber die werde ich ja jetzt mal ganz kurz erklären. So, als erstes setze den irgendwo hin. So, wir sind jetzt in einem Wüstenbiom, sprich, dass Bienen, wie zum Beispiel hier diese, nehmen wir mal die Meadows, gucken wir mal, ob die hier geht. Die Meadows. Und jetzt steht hier schon No Drone, weil es ist ja eine Prinzess. Also eine Prinzessin braucht immer eine Drohne, um zur Königin zu werden. Die wird sozusagen aufgefressen und dann wird die Meadows Princess zu einer Meadows Queen. So, müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier ist eine Meadows Drone, die tun wir da hin. Dann haben wir hier so eine Work-Leiste, dauert einen Moment, die frisst die jetzt sozusagen auf. Bam, und wir haben eine Königin. So, und kriegen hier gleich zwei Messages, zwei Probleme. Nämlich sehen wir hier einmal Hostile Environment.
Bedeutet, dieses Biom hier ist einfach nicht passend. Die Meadows Queen ist hier nicht zu Hause. Die kann hier nicht arbeiten und deswegen wird hier auch nichts passieren. Und außerdem steht hier No Flowers. Auch dazu kommen wir gleich. Oder ich sag's mal so, jede verschiedene Art von Biene, wirklich jede verschiedene Art von Biene, braucht eine verschiedene Art von, in Anführungsstrichen, Pflanze. Die meisten normalen brauchen tatsächlich Pflanzen, zum Beispiel die Waldigen, die könnte man zum Beispiel mit Pilzen oder sowas machen. Die ganz normalen Irdenen zum Beispiel, die könnte man mit ganz normalen Blumen versorgen. Die Water brauchen zum Beispiel, ich weiß gar nicht, habe ich ein Water hier überhaupt? Ja, der Water, die bräuchten zum Beispiel Lilypads. Und also diese Seerosenblätter und ja, die Wüstenviecher, zum Beispiel Kakteen, ne? So, wir sehen hier auch immer nochmal Informationen rechts. Zum Beispiel sehen wir hier die Temperatur, 199%. Keine Ahnung, warum das in Prozent gemessen wird. Auf jeden Fall, ja, sehen wir haben hier eine sehr, sehr hohe Hitze, genau. Und wir sehen hier auch nochmal die Humidity, also die Art, ich sag mal Luftfeuchtigkeit. Von 0%. Also wirklich trocken. Trockener geht's gar nicht. So, bedeutet also, Meadows Queen ist hier nicht nutzbar. Wir benutzen hier eine sogenannte Modest Queen, weil wir die ja schon geholt haben. Ich könnte auch eine Drohne und eine Prinzessin nehmen. Lassen wir jetzt aber. Die hat schon so ein bisschen Lebendigkeit verloren. Gerade stand hier auch noch No Flower. Steht hier irgendwie immer noch. Ist wohl gerade verbuggt. Nee, jetzt doch nicht mehr. Wahrscheinlich hat der die Kakteen hier im Umlauf schon angenommen. Könnte hier trotzdem nochmal eine daneben stellen. Und hier auch nochmal so ein Ding. Manchmal gehen die auch. So, und die arbeitet von nun an problemlos. So, das dauert jetzt natürlich eine Weile. Wir können hier Frames reintun. Die Frames haben meistens den Vorteil, das Ganze zu beschleunigen. Die unbehandelten, also diese untreated Frames, das ist das Kleinste, das Einfachste, was man überhaupt kriegen kann. Die können wir jetzt hier reintun. Wir haben ja 3 Slots. Und ja, die Biene würde arbeiten. So, das Ganze dauert natürlich eine Weile, ehe die abgestorben ist. Ist sie abgestorben, passiert Folgendes. Das zeige ich euch jetzt nämlich gleich mit einem Creative Tool. Das gibt's so nicht im normalen Spiel. Also, gibt schon, aber da müsste man sich da cheaten. Nämlich diese Nova Frame hier. Die Nova Frame ist ein Creative Item. Das benutze ich jetzt nur, um das schneller zeigen zu können für Tutorials. Nämlich, wenn wir die reintun, dann wird der Vorgang beschleunigt. Das sehen wir jetzt mal gleich. Das dauert einen kleinen Moment, ehe die wirkt. Solange trinke ich einen Schluck Tee. Meine Tasse ist ja schon leer. Ja, damit hätte sich das dann auch wieder erledigt. So, und BAMS! Die Nova Frame hat ihren Zweck erfüllt und die Biene ist abgestorben. Wir sehen, hier ist nichts drin. Wir haben jetzt einfach nur 2 Drohnen und eine Prinzessin bekommen. Da wir immer nur eine Drohne brauchen, heißt das, wir haben jetzt Plus gemacht an Drohnen, wir hätten jetzt nur eine Drohne mehr. Sprich, Drohnen kann man farmen. Drohnen werdet ihr irgendwann in Massen haben. Also wirklich in Massen. Und mit Massen meine ich wirklich Massen. Die würde ich deswegen nicht wegschmeißen, sondern die würde ich behalten. Wieso, das sehen wir auch später. Ich weiß noch nicht, ob in der zweiten oder dritten oder vierten Folge. Das sehen wir dann. Das ist natürlich nicht das Einzige. Jede Biene hat seine eigene Art von Wabe, die sie produzieren. Und auch die kommen dann hin und wieder mal raus. Waben ist nicht alles, manche Bienen produzieren auch noch was anderes. Jede Biene hat so seinen Typ. Es gibt Bienen, die produzieren zum Beispiel, ja, es gibt Pollen, es gibt, was gibt's noch? Gelee Royal zum Beispiel, wer meine Let's Plays guckt, der weiß das eigentlich. Und ja, man könnte jetzt natürlich hier zuschauen ohne Ende, bis da irgendwann mal was rauskommt. Das wird jetzt aber ein bisschen lange dauern fürs Tutorial. So, wann könnte man denn noch nehmen? Was haben wir sonst noch so an Frames, wo ich mal gucken kann, ob wir das benutzen, ne? Schauen, Frame. Wo haben wir die Frames? Nee. Da haben wir welche. Hier haben wir eine Chocolate Frame. Wir haben eine Restrained Frame, eine Soul Frame, Healing Frame, Nova Frame. Sind alles so interessante Frames. Da wir das alles beschleunigen, diese Nova Frame ist meistens dafür da, wenn man Vorgänge verschnellern will, weil man züchten möchte. In dem Fall möchten wir ja nicht züchten, sondern wir möchten etwas heraushaben. Und was wir haben wollen, ist eine sogenannte ausgedörrte Wabe. Natürlich ist die Frage,
wie das Ding auf Englisch heißt, ne, ausgedörrt. Ich meine, ich weiß schon relativ gut mit Englisch umzugehen, aber ausgedörrt, das sind Wörter, die weißt du so nicht. So, mal gucken, wir stellen einfach mal die Language, haha, auf Deutsch. So, jetzt haben wir auf Deutsch, jetzt kann ich mal eben ganz kurz gucken, jetzt haben wir hier eine seidige Wabe, das ist es nämlich nicht. Gucken wir mal ganz kurz nach einer ausgedörrten Wabe. Diese Wabe hier, die kriegen wir hier aus den Bienen raus, eines Tages mal. Und ja, diese Waben hier, die könnten wir jetzt weiter benutzen. Dazu kommen wir aber erst in der zweiten Folge. Ich will das aber nochmal ganz kurz einmal zeigen. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz in das Biom da. Das ist näher dran. Das ist eine sogenannte Sauna, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht warum. Das ist eine sogenannte Savanne. Wie komme ich auf Sauna? Oh Mann. So. Und hier könnten wir mal eben ganz kurz, wir können es ja mal probieren. Was passiert zum Beispiel, wir gucken jetzt mal ganz kurz auf die Temperatur. Wenn wir hier einen Bienenkorb setzen, sehen wir ja die Sachen. Wir sehen, hier ist heiß, 120% und trocken haben wir ja auch. Bedeutet, also hier haben wir zwar nicht fast 200%, sondern 120. Bedeutet aber, theoretisch müsste das noch passen. Bescheidene Königin. Bescheiden ist die Übersetzung für die Deutschen. Die deutsche Übersetzung für die Deutschen, genau. Die deutsche Übersetzung für die Wüstenbienen. Bescheidene Königin. Nehmen wir die mal hier rein. Wir sehen aber, wir haben hier keine Pflanze. Dann müssen wir mal ganz kurz rüberfliegen und uns mal eben Kaktus und ein bisschen Sand holen. Nehmen wir mal den und den. So. Gucken wir mal, ob es jetzt geht. Hier ist ja jetzt nichts im Umkreis. Sieht zumindest nicht danach aus. Da hinten sind zwar welche, aber das ist schon zu weit weg. Setzen wir hier einfach mal einen Kaktus daneben. Gucken wir mal eben ganz kurz, dürfte jetzt nicht allzu lange dauern, bis er das erkennt. Kann auch sein, dass... Ah, jetzt. Ich wollte gerade schon sagen. So, jetzt hat er die erkannt und jetzt arbeitet er auch. Bedeutet, jedes Biom ist halt verschieden und danach müssen wir auch die Bienen richten. Bedeutet natürlich, da wo man sich niederlässt, kann man niemals alle Bienen haben. Bedeutet, wir brauchen verschiedene Stationen in verschiedenen Biomen. Bedeutet, wenn man viel mit Bienen arbeiten möchte, sollte man sich auch wirklich an verschiedenen Orten niederlassen. Wir haben hier zum Beispiel ein River-Biom. River und Ocean, das sind auch nochmal so spezielle Sachen für sich. Die sind sehr moderat und manchmal gehen da sehr viele verschiedene Bienensorten. Wenn wir jetzt hier mal den Bienenkorb setzen, dann schauen wir mal ganz kurz, ob er den Fluss hier überhaupt annimmt. Ne, hier ist noch Savanne. Gucken wir mal hier. Savanne, River, hier haben wir River. Dann mache ich das mal hier. Ja, hier haben wir auch River-Texturen. Keine Ahnung, warum man das Biom da noch nicht erkannt hat. Hier haben wir nämlich auf einmal schon Klima normal, 50% und Feuchtigkeit normal. Also moderat, sehr, sehr moderat. So, ich sag mal, ein Mittelfeld könnte man meinen. Wobei Wüste bei 200% natürlich schon sehr extrem ist. Also fast 200%. Hier haben wir 50% bei beidem und das ist schon echt moderat. Man könnte hier zum Beispiel mal winterlich probieren, weil ich das leider auch alles nicht auswendig weiß. Hier werden zwar die Blumen fehlen wahrscheinlich, aber wir können ja mal gucken. Zum Beispiel die gehen hier nicht. Okay. Wenn wir jetzt zum Beispiel morastig nehmen. Morastig ist die Sumpfbiene. Habe ich denn auch eine morastige Drohne eigentlich? Morastige Drohne. Tropisch, bescheiden. Ich habe gar keine morastige Drohne. Das erschwert natürlich so einiges. Vatere könnte man hier ausprobieren, die gehen auf jeden Fall. Rocky könnte man zum Beispiel ausprobieren. Rocky sind eigentlich, was Temperatur angeht, sehr, sehr, sehr verträglich. Die müssten 100 pro gehen eigentlich. Ja, war nur ganz kurz da, hat sich dann von alleine entfernt. Die Rocky, die gehen hier auf jeden Fall. Die Rocky, die sind ganz lustig. Die brauchen nämlich Steine. Seht ihr? Das sind sozusagen die Pflanzen für Rocky Bees. Wie auch immer das jetzt funktionieren soll. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. So, wir fliegen jetzt nochmal ganz kurz rüber zu unserem anderen Ding hier, weil ich nochmal eine Sache zeigen will. Nämlich sind die Bienen auch abhängig von Tag, Nacht und Niederschlag. Diese Bienen hier zum Beispiel, also jetzt muss ich natürlich mal eben ganz kurz umpacken hier. Diese Bienen hier zum Beispiel,
Ich nehme die Nova Frame mal raus. Da steht jetzt gleich irgendwann Folgendes. Mal gucken, ob das hier überhaupt ist. Makellose Abstammung haben wir hier. Was das bedeutet, dazu kommen wir dann auch nochmal später. Immer sage ich, es kommt später und ich werde es nie machen. Da kommt zum Beispiel nichts. Gucken wir mal bei den anderen. Weil ich will das ganz gerne nochmal hier in diesem Video haben. Ich habe eigentlich immer noch nicht alles erwähnt, was wichtig ist für den Anfang. Aber die Folge wird schon viel zu lang. Auch bei der hier steht nichts. Das ist natürlich echt... ich mach mal F3 aus, Entschuldigung. Hier steht auch nichts, ist ja interessant. Und bei der hier? Wir haben doch jetzt Nacht, ne? Ach, guck mal, hier haben wir eine Rocky Comp zum Beispiel. Der hat schon mal eine Comp produziert. Interessant, dass sie alle arbeiten bei Nacht. Haben sie es rausgenommen? Davon wusste ich noch gar nichts. Es gibt eigentlich normalerweise die Attribute, dass die Viecher, die Bienen, bei Nacht nicht arbeiten. Momentan beschwert sich hier aber keine. Das ist natürlich interessant. Sehr interessant. Das wäre es dann aber auch gewesen erstmal für die Folge. In der nächsten Folge geht es weiter und da gibt es sehr, sehr viel zu zeigen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und vielen Dank fürs Zuschauen.